unsere Sommertour an. Wir hatten ursprünglich vor, in Fortführung der letzten beiden Jahre vom Gardasee nach Italien in den Süden, nach Neapel zu fahren, mussten dann allerdings in einem sehr späten Planungsfortschritt feststellen, dass wir Probleme haben, wieder zurückzukommen. Die Fernbahn nehmen einfach in Italien keine Fahrräder mit. Und so hätten wir mit Regionalbahnen 2 bis 3 Tage für den Rückweg gebraucht, haben wir die ganze Planung wieder über den Haufen geworfen und uns erneut für eine Alpenüberquerung entschieden, die wir dieses Jahr erweitern wollen. Heißt, wir fahren die Alpe Adria, den Radweg, der von Salzburg bis an die Adria nach Gardo geht. Und von da aus, und das ist die Erweiterung, fahren wir nach Venedig und wir starten auch nicht in Salzburg, sondern wir starten in München, sodass wir dieses Jahr auf insgesamt knapp 715 Kilometer kommen und wir freuen uns tierisch drauf. Ja, da ging es doch tatsächlich wieder los. Ja, und unser Video ist wie immer, dass wir eine Menge direkt bei der Tour sagen, aber auch jetzt im Nachhinein vertonen. Ja, wir sind mit dem Zug erst nach Hamburg, dann nach München gefahren. Der ICE von Hamburg nach München hatte dann erstmal 2 Stunden Verspätung. Oh, das nervte, ja. Ja, aber wir sind tatsächlich angekommen. Das Hotel war cool. Ja, fand ich auch. Und wir haben noch einen Bonus gekriegt, ein Frühstück, was wir eigentlich ja gar nicht so gebucht hatten, darf man ja gar nicht laut sagen. Ja, macht ja nichts. Nimmt man mit. Genau. Ja. Da fuhren wir dann aus München los. Schön im Stadtverkehr, was ich ja nicht so mag. Ja, früh morgens in München. Ich wäre gerne noch einen Tag geblieben, weil ich München ja total liebe. Und ich fand diesen Stadtverkehr einfach locker. Weil also insbesondere, wenn ich so im Nachhinein denke, die anderen Städte, viel los fand ich jetzt nicht. Und es wurde wieder grün in München. Das stimmt. Und schnell. Großstadt-Idylle. Knapp 20 Kilometer liegen jetzt hinter uns. Genauso wie München sind wir hier im Umland. Blau-weißer Himmel ist noch nicht, aber es regnet nicht, da sind wir ja schon sehr dankbar für. Ja, ging dann auch sowieso verhältnismäßig schnell auf München raus und das wurde dann auch schnell wirklich ländlich, wie wir es kennen, vom Voralpenland. Ich glaube, nach München beginnt das dann auch schon. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hier ist schön zu sehen, die verschiedenen Belege. Jetzt fahren wir mal wieder durch den Wald, eben durch die Felder. Also das war auch schön abwechslungsreich. Doch. Fand ich auch auf jeden Fall sehr viel besser als in der Stadt. Wobei du recht hattest, dadurch, dass es früh war und wir viel am Stadtrand gefahren sind, war es ganz okay. Ja, wir hatten ja sowieso, weil du eben das Wetter angesprochen hast, die große Unsicherheit, wie weit können wir fahren. Wir hatten ja gewusst, dass Regen kommt oder beziehungsweise die Aussicht war auf Regen, sodass wir uns erst überlegt haben, fahren wir nur 67, glaube ich, war bis nach Rosenheim. Oder ziehen wir es durch, 93 Kilometer nach Bernau, obwohl wir da unklar waren, ob wir da noch eine Unterkunft kriegen. Idyllisch. Dani. Frau Bayerischer wird es heute nicht mehr. 30 Kilometer von München. Jetzt geht es noch ländlicher zu werden. Ganz ländlich hier, aber den so einen Weg brauche ich nur noch keine 100 Kilometer. Aber wir meckern ja nicht. Wie genießt. Da hätte die Dani beinahe gepackt. Kleines Warnschild, wäre auch angebracht. Wir fahren von der Straße auf eine Kieselfläche, die auf einmal ganz weich und tief wird. Beste Voraussetzung für einen Sturz.
Ja, man hört auf jeden Fall, dass wir beste Laune hatten. Was ich vielleicht noch mal zum Ton sagen will. Uns war wichtig, dass wir dieses Mal so ein bisschen mehr Live-Kommentare mit reinbringen, weil es nach unserer Meinung die Stimmung besser einfängt. Das hat natürlich jetzt den Nachteil, dass da so Hintergrundgeräusche wie eine Tasche, die ein bisschen klappert oder sonst irgendwas ist. Aber trotzdem finden wir, dass es wirkt einfach schöner und man ist mehr live dabei, wenn man das so machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem sind ja nun mal, wenn man draußen in der Natur ist oder unterwegs ist, sind ja nun mal Hintergrundgeräusche da. Ob das jetzt Autos sind oder Windgeräusche, das lässt sich ja nicht ausschalten. Ja, und gerade die Autos durften schon nerven. Ja, da kamen wir immer wieder durch kleine Dörfer. Ja, das liebe ich ja gerade. So als Norddeutscher sind die bayerischen alpinen Häuser ja ganz anders mit dem Putz und mit den Blumen und so weiter. Das ist schon Urlaubsstimmung sofort für mich. Ja, ich finde auch, jedes kleine Dorf hat da so ihre Kirche mit diesen speziellen Zwiebeltürmen heißen die, glaube ich. Das finde ich auch immer so total hübsch. Und vielfach begleitet mit irgendwelchen Bächen oder Flüssen, das hat auch noch so an Idylle ein bisschen was dazugegeben, ne? Ja, und vor allem aber auch nicht zu lange, weil ich finde, das wird dann auch leicht langweilig und öde, wenn man nur immer am gleichen lang fährt, sondern wirklich durch, wie ich schon gesagt hatte, durch Felder, am Wasser, durch den Wald. Ja, hat Spaß gemacht, war schön. Gleich von Anfang an der erste Tag, finde ich. Ist das schön hier? Moin. An dieser Stelle, glaube ich, sollte ja zum ersten Mal mein großer neuer Stolz eingesetzt werden, die Drohne. Aber die hat sich irgendwie als defekt herausgestellt. Ich habe wohl vorher nicht ordentlich geprüft und so konnten wir die jetzt gleich vergessen, leider. Wir haben jetzt 51 Kilometer hinter uns. Es ist kurz vor 12. Wir wollen in Aibling eine Pause machen, etwa 5 Kilometer jetzt noch entfernt, und werden dann angesichts unserer Lust und der Wetterprognose entscheiden, wie weit wir heute fahren. Wir haben ursprünglich überlegt, entweder Rosenheim oder Bernau am Chiemsee. Bernau hat den Nachteil, dass es bei Booking.com relativ ausgebucht schien und Rosenheim hat den großen Vorteil, und deshalb schließen wir es aus, dass es jetzt einfach zu dicht ist. Wir denken schon, dass wir 90 bis 100 heute voll machen wollen und schauen gleich, wie wir das machen wollen. So, ja, die Mittagspause hatten wir jetzt hinter uns, standesgemäß bayerisch, bei einem Griechen verbracht, war aber trotzdem sehr lecker. Ja, aber auch nur einen leichten Salat gegessen. Letzte Stadt vor Rosenheim, Kolbenmoor oder irgend sowas, echt schön gemacht, edel gemacht, mit entsprechenden Architektur- oder Architektenhäusern. Schönen Läden, edlen Läden, aber hier unten an einem Kanal ein Fußweg als Allee und hier einen geteerten Radweg oben. Schön gemacht. Oder? Bitte? Nichts verstanden, aber schön ist hier. Und gleich kommt Rosenheim. Ja. Hier ist schön, oder? Hier ist schön. Und anspringend hier hoch. Aber hier schön. Hier ist schön. Hier ist schön. Hier ist schön, moin. Findet ihr auch. Ich auch. Alles schön. Das ist mal cool.
offensichtlich ein Konzert in Strandkörben. Gemacht hier. Da ist schon der erste Konzertbesucher. Na, das ist doch nur die Dani. Jetzt sind wir in den Alpen. Leider kann man im Hintergrund, ja, ist zu wolkig. Vielleicht sieht man sich schemenhaft da hinten. Aber auf jeden Fall geht es jetzt, nachdem wir den Berg hochgefahren sind. Richtig weg, aber das will ich jetzt genießen. Oh, haben wir zu sehr auf Lücke gesetzt. Wir haben vor einer halben Stunde, in der Hoffnung, das Wetter bleibt ruhig, in Bernau am Chiemsee eine Unterkunft gebucht. Jetzt sieht so aus. Es hat gedonnert und wir haben noch 18 Kilometer. Daniela ist aber tapfer. Kann man die erkennen da vorne. Die Ansteigungen sind schon jetzt brutal, bergauf, bergab. Das können doch verdammt 18 lange Kilometer sein. Aber ein Gewitter, kein Spaß. Na, schauen wir mal. Ja, Wolken und Gewitter kamen immer näher. Wir haben noch versucht, Gas zu geben, um dem so ein bisschen vorwegzufahren, was auch so ein bisschen stressig war, weil ich auch nicht so gerne sehr schnell fahre. Aber am Ende hat es alles überhaupt nichts genützt. Ja, das ist Fahrradurlaub. Wir haben noch 16 Kilometer. Und dann kamen wir doch in Bernau am Chiemsee an, einer kleinen Pension eingekehrt und lecker in einem so einen ursprünglichen Wirtshaus eingekehrt. Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, Bernau am Chiemsee ist, glaube ich, nochmal 8 Kilometer vom Chiemsee entfernt, okay. Aber ist halt so. Hier nochmal in der Zusammenfassung unsere Tour. Man sieht, so die ersten Steigungen hatten wir. Da ging es auch runter, dass wir auch ordentliche Geschwindigkeit mal machen konnten. Mit 51 war Vorschau, das konnten wir noch steigern. Kalbamor war eine tolle Stadt, also so eine Edelstadt, hatte ich eben schon gesagt im Video. Die größte wohl Rosenheim auf dem Weg. Und da oben sieht man schon den, nee, das ist doch gar nicht der Chiemsee, ne? Doch. Nee, jetzt der kommt der Chiemsee. Ja, genau. Prien ist direkt dran, aber da war keine Unterkunft zu kriegen, sodass wir in Bernau untergetaucht sind. Nee, untergebracht worden sind. Ja, präsentiert bei WeLive, wofür wir kein Geld kriegen. Ja, gestartet. Bernau am Chiemsee, schönes Örtchen, ist nicht ganz am Chiemsee. Wir haben gemütliche Gästezimmer mit ganz, ganz liebevollen Gastgebern gefunden, mit einem ganz tollen Frühstück, war schön. Mal in so einer kleinen Pension. Heute geht es nach Salzburg, kleinere Tour, 66 Kilometer mit einem herausfordernden Höhenprofil, Wetterprognose gemischt, soll wohl nicht wie gestern ein starker Regen kommen, aber zwischendurch immer so kleinere Schauer. Intensität kann man natürlich vom Vorwege nicht abschätzen. Vielleicht haben wir ja Glück, wir kommen vorbei. Auf jeden Fall nicht Alpen, Voralpen. Liegt alles hinter uns. Jetzt geht's direkt
in die Alpen. Mega anstrengend, aber ich freue mich genauso. Mega. Ja, Döner gehört dazu. Und verfahren. Folge dem Weg 550 Meter. Ja, was ich zwischendurch gemacht habe, sich aber jetzt so ein bisschen als störend herausstellt, ist, dass ich ab und an mal Musik gehört habe. Da hätte ich natürlich nicht zu einem Zeitpunkt machen dürfen, wo ich Kommentare gemacht habe. Bitte verzeiht mir, aber das ist halt auch unsere Tour und sagt auch, wie wir uns so ein bisschen zwischendurch unterhalten haben. Gibt's heute richtig Gas, wa? Ja. Aber für mich reicht's nicht. Ja, da sind wir jetzt im tiefsten Bayern in Anfahrt auf die österreichische Grenze. Das Wetter hat sich bis dahin echt gut gehalten. Sieht man auch ein bisschen blauen Himmel sogar zwischendurch. Da wurde die Landschaft mal wieder weit. Und wird auch warm. Ja. Auf jeden Fall, muss man sagen, warm wurde es zwischendurch. Ja, hier wieder so ein kleines Dörfchen, kleine Ortsdurchfahrt. Ja, und dann haben wir wieder unsere Mittagspause gemacht. Ich glaube, auch Salat gegessen, also immer gesund. Aber was eigentlich die ganze Tour uns da begleitet hat, wir haben uns da, das kann man jetzt hier nicht sehen, an einem sogenannten Stammtisch gesetzt, wo natürlich auch so Urbayern dazukommen und das ist einfach das Schöne, wenn man mit denen ins Gespräch kommt und die noch irgendwelche Geschichten erzählen und noch ihre Meinung zu der Tour sagen, mit gut gemeinten Tipps da irgendwie bringen. Ich finde das immer putzig und total spannend. Ja, das stimmt. Wobei man da echt aufpassen muss, gerade so hier ganz tief in Bayern, dass man da auch alles versteht, was die einem erzählen. Ja, da bedarf für mich auch immer wieder eine Gewohnheitsphase. Ja, hier sieht man, ich glaube, so manchmal kommen diese Höhen klarer raus, als wir es letztes Jahr hatten. Und hier auch schön, ne? Also mit diesen Rastplätzen habe ich extra nochmal gefilmt. Zum einen mit Schatten, aber auch hier hinten links mit dem angenagelten Jesus, ich weiß gar nicht, wie das heißt. auch alles, wie Bayern halt so ist, tief religiös. Dani! Schön, ne? Angela mag Schotterschreck. Wie findest du den Weg? Scheiße, hat er gesagt. Schlimm. Wirklich. Direkt. Find's nicht gut den Weg. Nee, ich mag keinen Kies. Ja, diese Untergründe sind ja bei uns ein ständiges Thema. Klar, Asphalt ist das Beste. Italien kommt noch dazu, dass die super beschriftet sind mit Markierungen und so weiter drauf. Aber ich weiß nicht, im Gegensatz zum letzten Jahr, waren es ein bisschen mehr Kieswege diesmal, oder? Ja, vor allem hier sieht man das auch, diese dicken Steinbrocken dazwischen oder dieser feine Kies, wo man drin stecken bleibt. Das ist so mühsam und so schwer zu fahren. Ich fahre total gerne Waldwege, da bin ich echt nicht empfindlich. Aber diese Kieswege sind so ätzend. Naja, manchmal, und das ist, kommt noch erschwerend dazu, wenn sie dann auch noch durchgeregnet sind, dann ist es gerade bei starken Anstiegen so, dass man wirklich absteigen muss, weil man überhaupt keinen Grip mehr hat. Das hatten wir ja am Vortag. Ja, da bleibt man richtig schön drin stecken oder hängt in so einer Modderpfütze fest und das nervt schon. Aber ansonsten war dieser Wald natürlich total schön. Also, ja, aber ich fand das auch im Verhältnis oder im Gesamtbild war der Anteil der Schotterwege völlig okay und die Qualität, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ging auch. Ja,
Aber ich wollte jammern und meckern und ich finde solche Wege einfach blöd. Tu es, genau. Ja. Ja, hier sehen wir wieder so ein kleines Dörfchen. Viel Landwirtschaft und auch schön. Ja, ein kleiner Gruß aus der Küche, hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, runter vom Kies raus auf den Asphalt, da wird dann auch meine Laune wieder besser. Ja, hier diese sogenannten Time-Warp-Aufnahmen, die finde ich immer ganz spannend, weil man so einen schnellen Überblick kriegt auf ein bisschen eine andere Art, wie die Wege waren. Ja, und ging das ein Stück an der Straße lang, und zwar, weil wir ganz kurz vor der Grenze waren. Genau, so langsam ging es in Richtung unseres Zieles, nämlich Salzburg. Genau. Einfach auch die schöne Brücke, die hatte irgendwas. Das war cool, ja. Das war eine extra Fußgänger- und Radfahrbrücke unter der Autobrücke. Über die Salzach ist das, glaube ich, ne? Kann sein. Auf jeden Fall kamen wir spätestens dann in der Stadt Salzburg an. Ja, dann haben wir eine Unterkunft gesucht, längere Zeit überlegt und uns gegen gute Hotels, die in Salzburg relativ günstig waren, entschieden, sondern dem Gästehaus des Priesterseminars der katholischen Kirche. Das war auch, wir kennen das ja ein bisschen schon aus Köln, aber das ist total urig, ruhig, wenn auch einfach, aber war schön. Ja, war sehr schön und trotzdem mitten in der Stadt gelegen. Ja. Ja, Bernau nach Salzburg. Insgesamt war die Tour 68 Kilometer, also ein bisschen kürzer, als wir sie sonst normalerweise gemacht haben. Es ging in die ersten Berge rein. Bergen, ja, das ist ja gut. Auf jeden Fall ging es hoch und höher und dann wieder runter. Also sozusagen Berge. Theisendorf, da haben wir unsere Mittagspause gemacht. Ja, genau. An dieser Brauerei, Kneipen, Biergarten. Genau, Brauerei-Gaststätte heißt das dann. Genau, und da sieht man die Landesgrenze und wir sind in Salzburg eingeritten. War eine schöne Tour, ne? Hat Spaß gemacht. Ja, total.